Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Und wenn ich das sehe, könnte das eine durchaus unterhaltsame Debatte werden. Nämlich zum 25. Jahrestag des Inkrafttretens der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Ich darf Sie um zügigen Sitzplatzwechsel bitten und allen Rednerinnen und Rednern auch schon vorab sagen, dass sie unter Beobachtung von Vertreterinnen und Vertretern der Minderheitensprachen sprechen werden, die auf der Tribüne Platz genommen haben und die ich natürlich herzlich willkommen heiße. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart und ich eröffne die Aussprache und es beginnt Johann Saathoff für die SPD-Fraktion. Ja, moin, hochgeachtete Präsidentin, Live-Kolleginnen und Kollegen. Muss ich sagen, was bin ich blieb, dass wir für Dach miteinander auch platt, Rechtsgarten auch platt, proten können. Und nicht wird overplatt, sondern auch upplatt. Und das ist auch mein Sicht ein halbes Sünde-Privileg, das wir für Dach haben. Und das haben wir der Europäischen Sprachencharta zu verdanken. Für Dach für 5 Jahre, nicht ob Dach genau, habe ich hier einmal stehen und habe, man kann sagen, eigentlich ob Illegale, wie hieß, plattprot damals. Und habe einen Antrag, der auf meine Sicht immer noch bedürfenswert was von Rechte sieht im Parlament und angenommen, wo das darum ging, dass Deutsch als Landessprache bloß noch die einzige Sprache werden soll. Wenn wir über Platt proben, dann proben wir das, weil wir das 25. Jubiläum der Europäischen Charta von Regional- und Minderheitensprachen haben, des Europarats. Wir proben nicht bloß über Platt, wir proben auch über Dänisch, Obersorbisch, Niedersorbisch und ich weiß, dass wir auf Tribüne auch Glüh haben. Van Lausitz, Meier Waldstein hat mich darauf hingewiesen, herzlich willkommen bei uns, ob Sater Friedrich und Romanes. Und wenn ich in Wiederhänden in mein Brot von Utgard, dass ich immer bloß über Platt brot, dann meine ich diese Sprachen sozusagen in Gedanken mit. Und ich will an Herr Kollege Saathoff, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Aus der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, es ist mir eine große Freude. Werter Kollege, ich kann Sie nicht verstehen. Live-Kollege, das finde ich ein bisschen komisch, dass Sie mich nicht verstehen, wenn Sie in Holland geplatt haben. Aber ich beihöre gern an, anschließend gab ich noch mal zusammen das Protokoll und ich wiese dann, wo das Guide und dann kriegen Sie aus Freiske in die Gnade anschließend. Ich weiß ja nun nicht gerade, du bist von Parlamentskreis Plattdeutsch zu proben. Und da an dieser Stelle besten Dank an Güte Jensen, wie bald ihm die Idee hat, Mensch, lass uns doch einen Parlamentskreis machen und lass uns zusammenkommen, wo wir Platt und andere Sprachen auch fördern können. Und wir sind der Meinung im Parlamentskreis, dass Platt in Heilleben hört. Also von Kindertagesstätte auf an, Ovitschgaul, wie Gerichten, heilwichtig, wenn man bloß Platt kann und dann plötzlich in Fremdsprache ist. Ob Rathusen, in Kultur, in Pleichheim ist heilbesonders wichtig, ob mein Sicht, und ob Arbeit. Und wo ist uns Arbeit? Hier im Deutschen Bundestag. Deswegen brauchen wir hier für Dacho Platt. Und uns ist auch wichtig, dass wir die Lüder animieren, dass die auch Söbens platt proten willen. Wir sagen, prot doch platt, auf Skati dat. Denn gift kein verkehrt platt. Ich hab fuck Lü getroffen, die da meinen, sie proten halt reacht platt. Gift kein reacht und verkehrt platt, gift dusend Arten von platt, den man auch verstehen kann. Und deswegen denkt dran, prot platt, wenn die das einigermaßen können. Und die fand, ja, die das einigermaßen können, nicht blot platt proten, auch platt denken ist die Kunst an der Bühne. Und Live Lüg, mir ist auch wichtig, noch mal zu sagen, dass Hochdeutsch letzten Endes nicht das Nonplusultra ist, sondern dass das Frauen mal Lüg geben hätte. Ich hab da den Schaul Söms Murgen, dass, wenn man den Hochdeutsch hört, ist, dass man dann doch, die kann eigentlich bloß plattproten und dass man da den Nadeln hat. Das ist nicht erlaubt und das will wie nicht, dass das in Gesellschaft gibt. Und ich will an dieser Stelle sagen, man kann auch platt lernen.
in Schaul, in Universitäten, auch in Volkshochschaul, wenn man das will. Und wenn nun nicht sie einen Hux verlassen will und platt taulieren, die kann letzten Endes so eine App runterladen für da. Aus Freiske Landschaft hat Platino-App und da kann man platt lehren. Wenn hier langweilig wird, kann man das morgen. Und ich will an dieser Stelle noch mal sagen, begriffen und verstanden sind zwei unterschiedliche Dinge. Oder wo wie fuck in Kommörner Gemeinderat sagt, ich verstehe die Wahl, man, ich begriff die nicht. Minderheitensprachen sind nämlich ein Teil von Heimat. Und den Begriff Heimat kann man auch verkehrt verstehen. Und das ist uns parlamentarische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass bestimmte Lü nicht dafür sorgen, dass Heimat Hörbegriff ist. Uns Begriff von Heimat. Uns Begriff von Heimat ist, dass wir zusammen uns entwickeln, dass wir zusammen was willen, dass wir friedlich miteinander leben willen, dass wir vorankommen zusammen. Mein Heimat ist aus Friesland, aber nicht so auch Niedersachsen, nicht so auch Deutschland, nicht so auch Europa. Und wir laden nicht tau, dass Heimat oft grenzt wird, dass die Lübe braucht wird, dass sie mehr wert sind als anderen, sondern wir will einen Heimatbegriff, wo wir zusammenkommen und uns Gesellschaft gestalten. Abschließend, Frau Präsidentin, muss ich mich von Herzen bedanken, wie all die Lü, die sich für plattdeutsche Sprache und für die anderen Minderheitensprachen einsetzen. Wie uns in Ostfriesland ist das Ostfriesische Tal zum Beispiel, aber all die Lü, die durch dich was leisten für die plattdeutsche Sprache und für die anderen Minderheitensprachen, die sitzen für da auf Tribüne. Kompliment an jouw Arbeit. Und besten Dank an Stenografische Dienst. Ich kann nicht versprechen, dass ich nicht mehr platt hier brot. Aber nächste Rede von mir ist auf Hochdeutsch, das ist gesprochen. Besten Dank für Tauhören und moin. Liebe Gäste, solche Beifallsstürme haben wir nicht so oft. Das kann man auch sagen. Das Wort erhält Astrid Dammerow für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Minderheiten auf der Tribüne, vor allem die Nordfriesen, bitte ich darum, jetzt sehr stark zu sein, weil ich werde die ersten 1,5 Minuten in Friesisch sprechen. Lief Völkens, ich freue mich. Dort wie Dieling ein jüdische Bundestag, aber üs Männerheit des Präke, Plattdeutsch, Sorbisch, Donsch en Romanes Snorke. Das ist ein ganz besonderer Dei. Vor Jahres, aber dort, der Heeresbroke, hier ein jüdische Bundestag, Aufmerksamkeit faue, dat is ein düdlig Tiken. Ors ik vor mi self. Aber dat ik Dieling man jas der Rede efrasch hüle. Dort as mi besonders wichtig. En uk in grute ihre. Liv Völkens, ik tank, wie konne en tisch lönn, mas duld ab is männerhege Sprache Politik kike. Wie war se ors uk, dat altens noch volle to down as. Wie Brücke Möhr verlet, auch ein besonders, wenn et Amt Giel gungt, vor et Abe von der Mannerheide en Vögs flose. Ich wünsch mir tut Beispiel, dat ole Mannerheide Sproke und Fernsehen en und Radio zu schöns kame. Wie Brücke Jüst, in ein Bildungsabe von ole Mannerheide Sproke, noch grüdere Anstrengungen. Her ist dort Stasi verhüllen von Möglichkeiten, vor das Lire von Ure, Spreke und Kultur. An ihr Grünschule, eben sü bei der Hungerschule, Bili Lavens wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine Mundart des Nordfriesischen. Die friesische Sprache ist ein lebendiges und kulturstiftendes, ein identitätsstiftendes Kulturgut in Nordfriesland. Die friesische Sprache ist aber auch im Saterland, in der niederländischen Provinz Friesland, lebendig. Friesisch wird allerdings nur noch von wenigen tausend Menschen gesprochen, ist also durchaus bedroht. Es ist mir ein Anliegen,
Darüber hinaus für eine bundesweite Stärkung der Wissensvermittlung über unsere vier nationalen Minderheiten und Volksgruppen, über das Niederdeutsche und über das Niederdeutsche in all unseren Schulen in Deutschland zu werben. Als Deutscher Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen wir eine große Verantwortung für alle unsere Regional- und Minderheitensprachen. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges und anderer Konflikte weltweit möchte ich auch daran erinnern, dass der Schutz und die Förderung nationaler Volksgruppen und Minderheiten auch aktive Friedenspolitik sein kann. In diesem Sinne lassen Sie uns weiterhin gute Minderheitenpolitik für unser ganzes Land machen. Von Harten Pole Tung. Und es folgt für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Linda Heidmann. Frau Präsidentin, moin, liebe Kollegen und Besökers auf der Tribüne. Ich sage zuerst mal herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch zu der EU-Charta für die Regional- und Minderheitensbürger zum 25. Geburtstag. Die Charta, die hat einen klaren Aufgabe. Regional- und Minderheitensblocken in der Europäischen Union soll wie plagen und wiedervermitteln. Und ein Frog, den man sich denn wohl stellen muss, gibt das denn nun auch was zu feiern zum 25. Geburtstag? Die Charta verpflichtet alle Vertragsstaaten, Minderheitensblocken tüchtig zu unterstützen und zu Gebrauch zu bringen. Sie soll nicht nur wie ein paar Leute hausnackt werden, sondern tüchtig auch in den Schulen, in der Administration und in den Medien. Und jo, in paar Erfolgen gibt es, die Charta absetzt wäre. Ein Radiosender in Nordirland konnte auf irischer Sprache senden. Und in Norwegen konnte Lüt in den Krankenhusen auch auf Sami snacken. In meiner Biografie können Sie lesen, ich habe als Studentin auch in Cork in Irland studiert. Dort konnte wie Utu-Studierenden an der Uni für ein Semester auch Irisch lernen. In den Schulen in Irland ist das Lernen von Irisch Pflicht für all Schüler und Schülersche. In Medien, Schiller an der Strode und in der Administration sind heil ob Irisch in einige Gegenden in den mittelsten Westen von Irland. Wo ist das in Vergleich damit mit der Nederdeutsch? Konnte Lüt hier an der Uni auch Kursen besuchen für Pladütsch? Was lernte Lütten in der Schule ob Pladütsch? Wie habt ihr von Dag de Utsberg über in Regionalsburg, der im Norden und Nordwesten von der Bundesrepublik lange Zeit von bannig viele Lücht schnatt ward? Und wo steidert von Dag um de Plattütesburg? Ich muss sagen, lang nicht als gut als ums Irische. Ich stehe hier von Dag und schnack vor min Fraktion, denn ich hab die Sprache in min norddeutschen Heimat lehrt zu verstehen und ich hab mal die anders Bild als Lütten deren Obblatt. Und damit bin ich schon der Einzige von 108 grünen Abordnete, der an diesem Tag hier Obblatt schnecken wollt. Viele hier kennt das Ohnsorg-Theater in Hamburg, wo sie Theater auf Platt alltid kicken könnt. Das Ohnsorg kennt die meisten auch, wenn sich nicht aus Norddeutschland sind, zumindest von Namen. In der Grundschule in Hamburg lehrte Lütten in elgen Generation das Lied In der Eckstein jung mit dem Tüdelband und Ich hef mo'n Hamburger Fährmaster sehen. Aber das war's denn auch meist. Danke. Aber das war's denn auch meist mit Plattdütsch an der Schule. Mehr Plattdütsch hören und schnacken im Alltag kommt in Hamburg zum meist nicht für.
Der NDR ist im Norden Förrida. Wenn wir uns ankicken, don, wurde Pleg von Pladütsch in Norddeutschland nipp und nau ut sehen kund. Elkin doch in Weg, um halbig Tein wat in Nachrichten ob Platz send in NDR Radio. Und Sündach wat in heile Stund ob Platz nackt und sung. Und alt wie Weken kommt in Hörspiel ob Platt. Über einen Internetauftritt vom Norddeutschen Rundfunk könnt sich jemals Videos und Podcasts auf Platt downloaden. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist nicht noch. In den letzten Sommer werden in Hamburg achtern Corona zum ersten Mal wieder de Plattdütsch-Talk durchführt. Sekund-Rathausführungen moken ob Platt, Sekund-Lesungen ob Platt besöken und Theater. Und unser Parlamentskring hätte ein Bürgersprechstund ob Platt moken de Dach. Wir habt viele Lüthäven in all den Veranstaltungen in Hamburg und den zweiten Tag hau auch noch Leder füllen könnt, mit den vielen Bürgers, die Plattdütsch hören, klönen, pröten und schnacken wollt. Und ein Feedback, das wir über den Plattdütsch-Talk von den Lüth kriegen heft, sie wird mehr Alltagsprogramm auch auf Platt. Nicht nur ein Stund an Sonntag in Radio, wo den meist auch Plattdütsche Leder spielt waren, öfters mal auch zwischen den normalen Leder Beiträgen und Nachrichten zu aktuellen Themen auf Platt, so dass dann und beten mehr zum Alltag hören dort, wenn der Lüth in Norden Radio hört oder auch den Fernseher anmogt. Dafür müsst wie wat doen. Als Deutscher Bundestag habt wir das hinkriegen, hier nur endlich in Utsbrock auf Platt zu führen. Ein Stück Platt in Alltag ist das. Aber auch die Utsbrock, die wir hier just führen, der hat zuerst ein Thema, des Blog selbst. Wenn hier mal in Utsbrock wäre auf Platt zur Innenpolitik oder zur soziale Themen oder Klimapolitik, dann habt wir einen guten Anstoß für die Plattdütsche Blog in Alltag in Deutschland geben. Als der Parlamentskrieg Plattdütsch will, wie sie auf den Boden treten, bitten umfallen, damit wir das hinkriegen, don. Damit Plattdütsch in lebendiges Blog blieft und auch hier im Parlament Volksmol in Platz hat. Bitte hin, sag ich, in Irisch, Sloan Awaye, und auf Platt, ob Wiedersehen. Dank für den Utsblock, der Klaumocken kund, wie habt noch viel zu tun. Man, wie könnt den Geburtstag von der EU-Charta auch feiern. Danke. Und danke auch an den stenografischen Dienst. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Dr. Götz Frömming. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, auch wenn die Karnevalsstimmung gerade auf ihrem Höhepunkt ist, ich habe dem stenografischen Dienst zugesagt, mich des Themas ernsthaft und in einem inklusiven Hochdeutsch zu nähern. Meine Damen und Herren, die Sprache, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die Sprache ist gleichsam die Seele einer ethnischen Kultur. Mit diesen Worten würdigte Hartmut Koschig, der frühere Beauftragte der Bundesregierung, CSU, für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten die Bedeutung der Sprache für eine ethnische Minderheit. Wir erlauben uns zu ergänzen, dass dies nicht nur für ethnische Minderheiten, meine Damen und Herren, sondern natürlich auch für die ethnische Mehrheit gilt. Es ist gut und richtig, dass wir heute an die Charta zum Schutz der Minderheitensprachen erinnern, und es ist gut und richtig, dass Deutschland sie unterzeichnet und auch ratifiziert hat. Wie mir in Vorbereitung auf diese Rede eine ältere Dame mitteilte, schlug man noch vor wenigen Jahren im Elsass kleinen Kindern in der Schule auf die Finger, wenn sie während des Unterrichts automatisch in ihr deutsches Idiom rutschten. Diese Zeit ist zum Glück zu Ende, meine Damen und Herren. Doch muss man an dieser Stelle bemerken, dass Frankreich interessanterweise zwar die Charta unterschrieben hat, aber bis heute nicht in Kraft gesetzt und ratifiziert hat. Hier sollte vielleicht die Bundesregierung mal ihren Einfluss geltend machen, dass auch Frankreich diese schöne Charta unterschreibt, wenn die Bundesregierung denn in Frankreich noch einen gewissen Einfluss hat, meine Damen und Herren.
Es ist schon gesagt worden, wir haben 4 anerkannte nationale Minderheiten in Deutschland. Herr Saathoff, übrigens gehört das Niederdeutsche nicht zu den sprachlichen Minderheiten. Das wissen Sie, es genießt einen gewissen Schutzstatus. Das ist auch in Ordnung. Und natürlich ginge dieser Schutzstatus auch nicht verloren, wenn man das Deutsche als Landessprache in unsere Verfassung aufnehmen würde. Wir finden das immer noch richtig und würden hier gerne dem Vorbild anderer Länder folgen, meine Damen und Herren. Wir sollten heute aber nicht nur über die sprachlichen Minderheiten hier in Deutschland sprechen, sondern auch, und das wird Sie nicht wundern, dass wir diese Rolle übernehmen, auch einmal einen Blick werfen auf das Deutsche als Minderheitensprache im Ausland. Die Zahl der deutschen Muttersprachler in nicht deutschsprachigen Ländern wird allein für Europa einschließlich Russland auf über 3 Millionen geschätzt. Während frühere Bundesregierungen diesen deutschen Minderheiten noch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit entgegenbrachten, zeigt das aktuelle Beispiel Polen, wie sehr Sie als Bundesregierung diese Aufgabe inzwischen vernachlässigen. Die Polen, meine Damen und Herren, fühlen sich inzwischen als Nachbarn zweiter Klasse, insbesondere im Vergleich zu Frankreich. Diese Konflikte haben inzwischen dazu geführt, dass für die deutsche Minderheit in Polen der deutschsprachige muttersprachliche Unterricht von 3 Wochenstunden auf 1 gekürzt wurde. Das ist den Grünen natürlich egal, weil es sich hier um Deutsche handelt. Uns ist das nicht egal, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir uns auch eingesetzt, übrigens zusammen mit der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, dass hier Mittel der Bundesregierung zum Einsatz kommen. Das ist inzwischen auch gelungen. Und wir hoffen, dass wir auf diesem Weg weitergehen und die Bundesregierung in ihren Anstrengungen nicht nachlässt. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Deutsche in unserem Land. Meine Damen und Herren, die Sprache ist der Kitt einer jeden Gesellschaft. Sprache hält Gesellschaft zusammen. Und leider bröckelt dieser Kitt auch in unserem Land immer mehr. Es gibt inzwischen Schulklassen in Deutschland, in denen ist der Lehrer die einzige Person, die Deutsch noch als Muttersprache spricht. Der aktuelle Ländermonitor zeigt, dass in vielen Familien bis zu 30% in westdeutschen Großstädten Deutsch nicht mehr gesprochen wird zu Hause. Meine Damen und Herren, diese Entwicklung geht immer weiter. Und wenn wir daran nicht etwas verbessern und das als Auftrag auch für die Bildungspolitik verstehen, wird bald Deutsch zur Minderheitensprache in unserem eigenen Land werden. Wir wollen das nicht, meine Damen und Herren. Die Alternative für Deutschland setzt sich dieser Entwicklung entgegen. Vielen Dank. Und jetzt wieder zur EU-Charta der Regional- und Minderheitensprachen, Gide Jensen von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Frömming, Ihr Problem ist ja nicht der stenografische Dienst, sondern dass Sie die Sprache nicht können. Ich will jetzt wieder zu Plattdütsche überswitchen und muss was zu Anbeginn sagen. Mein Sprach, den ich jetzt schnacken do, den schnack ich sonst ähnlich mit meinen Öllern an den Ombrutstisch. Wir schnacken nicht über Politik so viel, aber ich muss sagen, das sollte wie vielleicht mehr mocken. Und eigentlich sagt man nicht se in Plattdütsche, wir siezen nicht, wir duzen. Und das muss ich natürlich nicht, Frau Präsidentin, das muss ich aber hier auch gern mocken. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir diese Debatte heute führen können. Vielen Dank an alle, die dort zu beitragen haben, dass wir das mocken können. Nicht nur, um mal so ein bisschen Stimmung in dieses Parlament zu bringen, das ist auch manchmal wichtig, Johann, sondern weil das ein wichtiges Thema ist. 2008 haben Johann Saathoff und ich zusammen auf eine Ukraine-Reise gemeinsam mit Wolfgang selten in den Restaurant und haben irgendwann zufällig feststellt, dass wir beide Plattdütsch schnacken können. Ich muss sagen, ich habe das schon so ein bisschen gehört wie die. Ich kann diese wunderbare Ostfriesen-Platt nicht schnacken, ich komme aus Nordfriesland. Aber wir haben uns verinnert, wie kicken mal, was wir da in ein Parlament machen können. Und dann haben Phyllis Polat und ich zusammen ein Gespräch, ein digitales Gespräch mit dem Netherdeutsch-Sekretariat und den jungen Leuten, die da auch heute sitzen. Vielen Dank, dass ihr auch heute da sind. Und wir haben darüber geschnackt, was kann dieser Deutsche Bundestag eigentlich tun, damit dieses ganze Thema um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt.
Und dann käme immer wieder die Debatte darauf, da gibt doch auch der Parlamentskreis Pferd und Bus und Born und Vorrat. Worum gründen wir nicht einfach in Parlamentskreis Pladütsch? Und das haben wir mockt. Und ich bin froh, dass wir das mockt haben. Und ich bin froh, dass wir im Parlamentskreis Minderheiten haben, die Stefan und Denise gründen haben. Und da arbeiten wir go to song. Und ich muss, weil ich von der Ombudstisch und mein Öland vertellt habe, zumindest noch gau sehen, wie das eigentlich käme, dass ich Pladütsch schnack. Das ist nämlich auch nicht von Geburt an wählen. Mein Vater ist Pladütsch obwussen. Und als er in der Schule käme, muss er Hochdütsch erst lernen. Das heißt, der Muttersprache von meinem Vater ist eigentlich Pladütsch. Und dann gäbe das diese Tiet in der Generation von meinen Öllern, wo sagt, wo, schnack mal nicht mit jemme Kinder, schnack mal nicht Pladütsch. Weil das ist vielleicht noch ein Nordel. Und wir haben vorhin in den Kreis, wie jem hört, dass das Studien dafür gibt, und jem kennen sie all, dass die Zahlen ganz anders sind. Nämlich je mehr Sprachen, je mehr Einflüsse Kinder kriegen, je mehr unterschiedliche Perspektiven sie dort auch auf der Welt haben, desto besser. Und deshalb. Und deshalb gilt es bei uns natürlich an der Westküste und auch in Eckernförde, Dormholz, in Ostküste, in Pladütsche Vorlesewettbewerb. Und ich habe die an der Schule gewonnen und dann in den Kreis. Aber ja, aber dann kam das Problem. In den Kreis habe ich verloren. Und dann fängt die Jury gefragt, woran hätte denn das liegen? Und dann haben sie gesagt, man hört, dass du das nicht schnacken da ist, Tohus. Und das Erste oder meine Konsequenz wäre, ich bin zu meinem Vater nach Hause gekommen und habe gesagt, wir schnacken jetzt Pladütsch. Und das ist eigentlich schwer, weil ich habe Hochdeutsch kennengelernt, ich wusste, ich schnack Pladütsch, offensichtlich. Mit meiner Oma habe ich das aufgemacht. Und sie den Tag schnacken mein Vater und ich Pladütsch zusammen. Und deswegen kann ich auch Pladütsch nicht abschreiben. Deswegen steht hier hochdeutsche Begriffe und ich versuche das jetzt irgendwie simultan zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das so gut klappt. Was will ich damit sagen? Pladütsch ist, wenn man nicht gerade mit dem Minderheitensekretariat oder dem Netherdütsch-Sekretariat schnacken deit, Pladütsch ist ein Sprach von der Alldach, von der Lüt. Wenn ich an der Westküste wie mir spazieren gehe, dann droppe ich Lüt und sech moin und wir schnacken. Dem mocken sich aber kein Gedanken darüber, dass sie gerade Pladütsch schnacken, die dotert einfach. Und das ist der Innerschild. Und ich muss das nur deutlich mocken. Natürlich schnacken die Hüt hier, aber regionale Minderheitensprachen und darüber, wie könnt wir diese Sprachen schützen, aber wie mögen das auch tun Alldach wahren. Und deswegen ist diese Debatte so wichtig. Das geht nicht um Fischbrötchen und Möwengeschrei und Folklore, dat, wie mögen an den Punkt kommen, dass das alltäglich war, dass Kinder sagen, Papa, ich möchte auch Plattdeutsch mit dir sprechen oder wo kann ich das lernen? Wie mögen dahin kommen, dass Tonis, ihr kennt vielleicht diese Nüdeutsche, genau, die Kassette, die Figuren zu draufstellen, da Tonis beschnackt waren, damit Kinder Pladütsch hören können. Sprachenvielfalt in Deutschland ist riek. Das sind nicht nur die Minderheiten- und Regionalsprachen. Das klingt hier auch ukrainisch und vietnamesisch und polnisch. Diese Riektum, die wir haben in Deutschland, die mögen wir schützen und bewahren und fortentwickeln. Das ist der Ort, wie wir auf die Welt blicken. Und das allerletzte, was ich sagen muss, Frau Präsidentin, weil ich muss zum Schluss kommen, obwohl Pladütsch eigentlich ja immer schnell und gau auf den Punkt kommen. Bei uns in der Parlamentskreis Pladütsch sind noch Plätze frei. Und wir freuen uns sehr, den nächsten Parlamentskreis mit ihrem zusammen zu mocken. Man muss nicht Pladütsch schnacken dafür, man kann einfach für wie kommen und mit uns einen Tass Kaffee trinken. Vielen Dank, dass wir das heute mocken und ich freue mich auf die weitere Debatte. Nächste Rednerin ist Petra Pau. Wir warten noch mal kurz. Ist Petra Pau für die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. In dieser Debatte geht es um die EU-Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Sie wurde vor 25 Jahren vereinbart. Aber nicht das Jubiläum sollte Anlass für diese Aussprache sein.
Vielmehr ist es nach einem Vierteljahrhundert seither geboten, der Frage nachzugehen, wie steht es eigentlich mit der Umsetzung der Charta? Die Linke versteht die Bundesrepublik Deutschland auch als eine multikulturelle Demokratie, die nicht deutsch-national borniert ist. Deshalb begrüßen wir auch diese EU-Charta. Sie betrifft die Regional- und Minderheitensprachen Dänisch in drei Varianten, zudem Obersorbisch, Niedersorbisch, Nordfriesisch, Saterfriesisch und Romanisch. Sie alle sind als Teil unserer Kultur zu fördern. Dem hat die Linke immer zugestimmt. Und zugleich frage ich, warum gehört eigentlich Jiddisch noch immer nicht dazu? Hinzu kommt, der Begriff Regionalsprachen verleitet dazu, die damit verbundenen Kulturen auch nur regional zu vermitteln und nicht bundesweit. Das beklagt übrigens auch der Minderheitenrat. Die Lausitzer Sorben, die deutschen Sinti und Roma, die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe in einem aktuellen Schreiben an die Kultusministerkonferenz. Wir, die Linke, teilen das Ansinnen dieses Schreibens. Auch Sachsen sollten etwas über Friesen wissen und Hamburger über Sorben und so weiter. Kurzum, die Kultur der Minderheiten sollte bundesweit vermittelt werden. Und übrigens die Förderung der Kultur und der Sprachen muss sich zum Schluss auch im Haushalt niederschlagen, in der Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern und auch darüber hinaus. Auch das gehört mit dazu. Nun wurde ja im Vorfeld der Debatte empfohlen, alle jene, die eine Minderheitensprache beherrschen, mögen ihren Beitrag in dieser halten. Das wäre bemerkenswert und wir haben es hier heute ja auch schon gehört. Ich muss Sie enttäuschen. Ich kann weder Friesisch noch Platt. Bleibt die Frage, ob wir nicht noch mehr, auch sprachliche Minderheiten in der Bundesrepublik haben, die Beachtung verdienen. Ich als Ostdeutsche muss noch immer Bräuler oder Datsche und manchmal auch POS übersetzen. Ich denke, alle, die eine polytechnische Oberschule besucht haben, wissen, wovon ich spreche. Aber so ist das mit der Kultur und der Bildung. Ich denke, wir sollten dafür sorgen, dass das nicht nur in unserem Selbstverständnis unseren gemeinsamen Reichtum ausmacht und wir sollten es gemeinsam befördern. Es folgt Nathalie Pavlik für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich spreche zwar Hochdeutsch, doch die Kultur und Sprache von autochthonen Minderheiten und Regionen sichtbarer zu machen, sie zu schützen und zu fördern, das liegt mir als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sehr am Herzen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute dieses Thema hier im Plenum diskutieren. Als Muttersprache vieler Menschen in Deutschland sind die Regional- und Minderheitensprachen für die Angehörigen der Minderheit, aber auch für unsere gesamte Gesellschaft prägend. Sprache ist zudem wichtig, um Kultur, Brauchtum und Traditionen weiterzugeben, denn das geht am besten in der Sprache, mit der diese Bräuche und Traditionen untrennbar verknüpft sind. Zusammen mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten ist die Sprachencharta die zentrale Vereinbarung in Europa, um nationale Minderheiten und ihre spezifischen Sprachen sowie Regionalsprachen zu bewahren und zu fördern. Bei meinen verschiedenen Besuchen in den Siedlungsgebieten der einzelnen Sprachgruppen und dem persönlichen Austausch mit den Menschen vor Ort hat mich deren oft ehrenamtliches Engagement für den Erhalt und die Pflege der Sprache immens beeindruckt. Gerne möchte ich Ihnen hier ein paar Eindrücke aus dem Alltag schildern. Dazu gehören zum Beispiel Altenpflegeeinrichtungen, in denen das Niederdeutsche fest im Alltag verankert wurde.
Das Angebot reicht vom gemeinsamen Singen, Vorlesen auf Plattdeutsch bis hin zur Berücksichtigung der Sprache bei der Biografiearbeit und der Betreuung von Pflegebedürftigen. Denn für sie ist Plattdeutsch die Sprache ihrer Kindheit, in der sie ihre Gedanken und Gefühle am besten ausdrücken können. Auch im Kunst- und Kulturbereich sind unsere Regional- und Minderheitensprachen fest verankert, zum Beispiel durch die große Szene der niederdeutschen Bühnen oder durch das Sorbisch-Nationalensemble, das nicht nur in Bautzen, sondern überregional ein mitreißendes Angebot für alle Generationen bereithält. Im Gedichtband Djimbamissa wurden klassische deutsche Gedichte ins Romanes übersetzt. Der Gedanke dahinter ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung der Sprache und Kultur zu stärken. Und das mit Erfolg. Die Djimbamissa zeigt anschaulich, wie lebendig und vielfältig das Romanes ist. Nordfriesisch und Saterfriesisch sind auf den zweisprachigen Ortseingangsschildern in Nordfriesland und im Saterland öffentlich präsent. Auch in der Lausitz bemerkt man, auch dank der zweisprachigen Schildern an den Straßen, den Ortseingängen und den Radwegen, dass dort Sorben und Wenden mit ihren Sprachen Obersorbisch und Niedersorbisch traditionell beheimatet sind. Der Austausch zwischen Mehrheits- und Minderheitensprachen, der Austausch zwischen den dazugehörigen Kulturen, die nebeneinander eigenständig existieren, ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft essentiell. Ganz besonders wichtige Orte der Begegnung und des alltäglichen Austauschs sind zum Beispiel die dänischen Schulen und Kindergärten in Schleswig-Holstein. Dort lernen schon die Kleinsten das friedliche Zusammenleben von Mehrheits- und Minderheitengesellschaft. Auch an der Grundschule in Scharell im Saterland habe ich erleben dürfen, wie Kinder mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Herkünften voller Motivation gemeinsam Friesisch lernen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, Minderheitensprachen sind quicklebendig. Sie sind Ausdruck von Vielfalt. Für die Sprechenden sind sie Teil ihrer kulturellen Identität. Für uns alle sind sie einzigartiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Deutschland und in Europa. Sie zu erhalten und zu fördern, das gilt es jetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion folgt Christoph de Vries. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich snack leider kein Plattdeutsch, auch schon mein Vater fair Plattorden snackt. Aber ich habe auch ein wichtiges Thema mitgebracht, aber das mache ich jetzt mal in Hochdeutsch. Und ich möchte einsteigen mit dem Koalitionsvertrag. Dort heißt es, die nationalen Minderheiten sind selbstverständlicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Das Gleiche gilt für das kulturelle Erbe der Vertriebenen, Aussiedlerinnen und Aussiedler und der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Diesen beiden Sätzen im Koalitionsvertrag ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Wir unterstützen sie vollumfänglich. Und wie wir wissen, hat sich die FDP gerade für den zweiten Satz stark gemacht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich Dank sagen dafür, dass Sie das mit aufgenommen haben. Aber wir haben viel gesprochen, aber was sind die konkreten Vorhaben der Regierung bei der Förderung der vier Minderheitensprachen? Man weiß es nicht. Im Koalitionsvertrag findet sich dazu jedenfalls kein Wort. Und was ganz bemerkenswert ist, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass die aktuelle Publikation des Bundesinnenministeriums zu den nationalen Minderheiten in Deutschland den Stand November 2020 trägt. Also gut 2,5 Jahre ist es her. Im Vorwort steht noch immer Bundesinnenminister Horst Seehofer, den ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte dafür. Also man merkt, dieser Enthusiasmus, den wir heute in der Debatte haben, der kann ruhig auch noch Eingang finden in die Regierungsarbeit. Aber was diese Debatte ja zeigt, ist, dass für jede Minderheit die jeweils eigene Sprache identitätsstiftend ist. Und die Europäische Charta von 1992 bildet dafür gemeinsam mit dem Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten die wichtigste Grundlage zum Schutz autochthoner Mehrheiten und Minderheiten und ihrer Sprachen in Europa. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus in Europa? Es ist ausgerechnet der Sachverständigenausschuss der EU-Charta gewesen, der als eine der ersten Institutionen auf die massiven Einschränkungen des muttersprachlichen Deutschunterrichts in Polen aufmerksam gemacht hat. Und
Viele wissen es vielleicht durch Verordnung. Seit 1. September letzten Jahres ist der muttersprachliche Deutschunterricht von 3 auf 1 Wochenstunde gekürzt worden. Eine einzige Wochenstunde, die gelehrt wird. Und 50.000 Kinder der deutschen Minderheit in Polen sind davon betroffen, von diesen Einschränkungen. Und ist die einzige Minderheit, die in dieser Form betroffen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sicht ist das eine eindeutige Diskriminierung und auch ein eklatanter Verstoß gegen die EU-Charta. Und deswegen muss das an dieser Stelle heute auch einmal angesprochen werden. Ich will dabei aber auch herzlich Dank sagen an die 14 nationalen Minderheiten in Polen, darunter auch die jüdischen und die ukrainischen Vertreter, die sich solidarisch erklärt haben mit der deutschen Minderheit und das kritisiert haben. Denn sie haben eins sofort verstanden. Im Kern geht es um den Fortbestand der Minderheit in Polen. Diese Einschnitte bedrohen die kulturelle Identität der deutschen Minderheit. Und glücklicherweise teilt diese Bewertung auch die Bundesregierung. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Bundesregierung einen Teil dieser Kürzungen versucht hat zu kompensieren mit 5 Millionen. Der Kollege Dietmar Nitan von der SPD hat sich auch hier sehr großartig engagiert. Aber es zeichnet sich leider jetzt schon ab, dass diese Mittel nicht reichen werden und dass auch ihre Verwendung noch mal überprüft werden muss hinsichtlich der flexiblen Gestaltung. Dasselbe gilt übrigens auch für die verstärkte Förderung des Polnischunterrichts wiederum in Deutschland durch die Bundesregierung über KoKoPol in Sachsen. Auch hier, glaube ich, müssen wir noch mal ran. Politisch ist aber eins ganz entscheidend, das will ich am Ende sagen, nämlich dass die polnische Regierung ihren Beschluss zur Einschränkung des muttersprachlichen Deutschunterrichts revidiert. Das ist unsere Forderung als CDU-CSU-Fraktion, und die möchte ich heute deswegen auch vortragen. Und wer auf deutscher Seite den Kampf gegen Diskriminierung zum erklärten Ziel seiner Innen- und Außenpolitik macht, der muss sich eben auch daran messen lassen, wie ernsthaft man sich auf Ministerebene für die Rechte von Kindern der deutschen Minderheit im Ausland einsetzt. Vielen Dank. Und das Wort erhält unser fraktionsloser Kollege Stefan Seidler. Folletong, Frau Präsidentin, moin, liebsche Kollege. Fjord, Manderheide, Bade, dat jam Tohake. Da sahen Aal Tumole in Schleswig-Holstein. Dieling as Janjedai, dort is Otremeti. Das war Nordfriesisch. Liebe Abordnete, liebe junge Platschnackers der Bohnen auf der Tribüne, dat wie hüt über uns Sprog und unsere Minderheiten schnacken, ist just in Düsetit in richtig Signal. In Theken eine Lüttgorbuten, dat jed ihn mit sin regionale Eigenort und Identität hier in Deutschland hartlich willkommen und zu Hus ist. Die deutsche Geschichte hat uns lehrt, dat Hegemonie und Nationalismus in Bannisch Schiedkram ist und dat Minderheitenpolitik Friedenspolitik bedeutet. Regionale Sprachen und Minderheiten kamt und blieb bloß nicht einfach so. Die Möten gepflegt und bedüdelt waren. Daher mein klare Bot an den Kultusminister in den Ländern und auch an die Bundesregierung, Frau Roth. Jem mit uns ein Beten mehr unter der Arms kriepen und gift die Lehrers mehr Tit, damit sie an den Schulen mehr Plattdeutsch und Friesisch unterrichten könnt. Im Sommer wäre uns Bundestagspräsidentin Frau Braas auf Besuch bei uns in Flensburg. Sie wollen mit den jungen Lütz schnacken. Den Friesen und Sinti und Roma. Doch vertellt uns in junge Fru, dass sie in der Schule mit jünger Süstern Plattdeutsch und Fräsch schnackt. Doch sei die Lehr, dass sie damit abholen schal. Diese Sprache hört sich tumpig an und damit kriegt sie keinen Job, wenn sie groß ist. Wat für'n dumm Tüch. Dat mut Rude oder Kör. Dorbi könnt wie so helfen, dass die Bundeszentral für politische Bildung mehr über regionale Sprachen und Minderheiten obklort. Wir könnt ucken lütten, aber bannig wichtig Theken setten, wenn in Beten Informationsmaterial über uns Arbeit in Bundestag bloßen Lüttenstück ob Plattdeutsch, Fräsch, Romanes, Sorbisch und all der anderen regionalen Sprachen zu finden sind. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Hochdeutsch, als Minderheitenvertreter hier im Bundestag freut es mich besonders, dass das Namensrecht und das Gerichtsverfassungsgesetz jetzt minderheitkonform angepasst werden. Zum Schluss auf Dänisch.
Vi mindretal står sammen og arbejder i fællesskab for stærkere mindretalsrettigheder, og derfor støtter vi naturligvis det europæiske Minority SafePack Initiative. Vores mindretalsmodel og det dansk-tyske grænseland er et forbillede for andre i verden. Lad os derfor i fællesskab blive endnu bedre til at leve op til dette ansvar. Mange tak for jeres opmærksomhed. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank an die Stenografen. Ich gehe davon aus, dass ich keinen Ordnungsruf mehr vorbehalten muss für alle Fälle, aber das wird wohl in Ordnung gehen. Simona Koss hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Zeschonna kneni presidentka, zeschonne knenje aknese. Satska res joshiva, die sorbische Sprache lebt. Ich selbst spreche nicht Niedersorbisch, aber Sie sollten es heute einmal gehört haben. Die Stärkung der Minderheitensprachen bedeutet für die letzten Sprecherinnen und Sprecher immer auch ein Gewinn an Selbstvertrauen, Zugehörigkeit und Identität. Für die Mehrheitsgesellschaft bedeutet sie mehr kulturellen Reichtum. Denn kulturelle und sprachliche Vielfalt kam nicht erst durch Zuwanderung nach Deutschland. Heute sprechen etwa 67.000 Menschen Sorbisch. Mit Hilfe der Sprachencharta ist das Sorbische in den Fokus gerückt. Brandenburg hat den zweiten Landesplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache und ein Mehrsprachigkeitskonzept gerade erarbeitet. Sorbisch soll nicht nur gerettet, sondern wiederbelebt werden. Es soll Kommunikationsmittel in allen Lebensbereichen sein. Im Beirat der Stiftung für das sorbische Volk kümmern wir uns um die Förderung digitaler Übersetzungsprogramme. Wir wollen, dass öffentliche Online-Angebote auch in den Minderheitensprachen verfügbar sind. Und die digitale Spracherkennung muss auch Sorbisch verstehen und transkribieren können. Das ist auch eine Frage der Inklusion. Und es gibt noch so viel mehr zu tun. Denken Sie einmal an die Krankenkassen und die Beschriftung von Führerscheinen. Die Post muss Briefe befördern, die in Sorbisch beschriftet sind. Die Förderung der Belange von Minderheiten sollte als gemeinnützig anerkannt werden. Unsere Ortsschilder sind bereits zweisprachig. Nur die Autobahnschilder in Verantwortung des Bundes, die sind es noch nicht. Mit dem Programm Sorja können auch Erwachsene Sorbisch lernen. Aber uns fehlen die Sprachlehrer. Es müsste noch viel mehr Weiterbildung geben. Dazu hatte ich heute übrigens erst ein Gespräch mit der Domowina, dem Bund der Sorben und Wenden. Die Sprachausbildung und die Erforschung von Mehrsprachigkeit sollten wir weiterhin durch unsere universitäre Sprachinstitute begleiten lassen. Und noch ein Wunsch. Möge der Strukturwandel in der Lausitz auch zu einer Stärkung der sorbischen Sprache und Kultur führen. Dabei sollte klar sein, dass Fördermittel auch für kleine Träger unbürokratisch und schnell zugänglich sein müssen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Utschobnje Schek. Herzlichen Dank. Den Abschluss dieser vereinbarten Debatte macht Andreas Mattfeld für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und für allen liebe Tokikers. Ich hole das mal für eine ganz charmante Idee, da wir von Dorge diese Debatte zumindest jeden, der das noch so beten kann, ob eine Minderheitensprach holen darf. Übrigens habe ich sogar versucht, ob ich das mit diesen Gendern, sie mag das ja von den Grünen ab und an, ob ich das auch kann. Aber ich kann schon sagen, ob Plattdeutsch funktioniert das einfach nicht und das ist auch gut so. Und ich darf das auch sagen, ich habe mich durch die Freiheit, dass unsere Fachpolitiker, die Fachpolitiker von der Innere und von der Kultur, dass sie mich als Plattdeutschen Hushöller hier von Dorge das Rederecht inrühmt habt.
Aber zum Beten bin ich ja als Hushöller auch dafür verantwortlich, dass wir mit 56 Millionen die Minderheiten in unserem Land und vor allem ihre Sprachen hier fördern dort. Und so einen Lütschenwink habe ich ja an die Ampel. Ich glöf, wie möcht doch mehr mocken, wie habt ihr das eben gehört, und wie dürft doch nicht kürzen, ob gar keinen Fall. Deshalb darf ich das auch singen. Wie hört leider fällt so selten, liebe Johann Saathoff, unsere plattdeutsche Sprache hier im Bundestag. Obwohl in Deutschland, je jümmes noch, über 7 Millionen Lühr plattdeutsch schnackt. Und davon habt sogar 2,2 Millionen ganz bannig goe Kenntnisse von dieser Sprache. Und gerne erinnere ich mich schon daran, als ich mit meinem Freund Wolfgang Börnsen, der sich um das Plattdütsche bannig verdient mockt hat, hier in unserem Plenum Plattdütsch schnacken können. Ja, die ein oder andere, die kennt den Wolfgang noch, da wäre ein anständigen Kerl. Umso wichtiger ist das, dass wir für den Dorge mit unserem nicht gegründeten Parlamentskreis von uns plattdütschen Abgeordneten nun zumindest zum Beten unser Heimatsprach hier in Berlin plägt. Und danke, liebe Güte, dass du das für uns organisiert hast. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus Ihrer eigenen Fraktion? Oh, das ist mal ganz was anderes. Ich freue mich darauf. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Kollege Mattfeld, dass das jede Frage tollert. Wir haben ja just von der rechten Hort, dass sie dagegen sind, dass die Lö ihre Modesprache kürt. Und man muss ja sagen, Forscher haben Ruth von, dass Lü, die ihre Modersprache unhauchdeutsch kürt, schneller im Kopf sind, dass sie intelligenter sind. Und Modersprache, das kann sie in Polnisch, das kann sie in Türkisch, Aramäisch oder Platt. Ich bin aus dem Münsterland. In Münsterland wird platt kürt, nicht mehr so viel als früher. Und Nordrhein-Westfalen ist ein von 8 Bundesländern, wo plattdütsch kürt wird. Esse ich einen kleinen Dotz was, habe ich jeden Tag platt hört. Esse ich Kraut was, habe ich einmal in der Weg platt hört. Und nun kann ich einmal im Monat platt hören. Liebe Kollege, was können wir denn tun, dass unsere Kinder und die jungen Lü mehr platt kürt? Oh, Herr Kollege. Jetzt könnt ihr denken, das hätte ich abgesprochen. Wir hätten das nicht abgesprochen. Aber ich höre, sie hört, aber das ist das Wichtige. Sie hört ja, dass wir in Deutschland allen anders platt haben. Die Johann Saathoff, die hätte das Friesen platt, ich habe das Bremer platt und du hast das Münsterländer platt. Und dann mag diese Sprache hier so ein bisschen lebendig. Aber ja, was könnten wir tun? Der beste, Frau Präsidentin, wäre, wenn wir jede Wecke hier eine plattdeutsche Debatte hätten. Denn das wollte ich jetzt mal sagen, das Plattdeutsche, das sorgt ja für große Harmonie. Wie mag das doch alte Hoben, das Plattdeutsche, das führt aus dem Betten zu Hoben und innig Mutten singen. Plattdeutsch als Amtssprach im Bundestag, das ist doch was Schönes. Wenn wie sagt, wie uns in Niedersachsen sagt, wie ab und an, wenn das so emotional mit uns dörgeilt, kleim ich mal an Moors. Ja, klar, mir an Moors, dann hört sich doch schön an, ne? Wenn ich sag, aber leck mich am A-Punkt, ist das was anderes, ne? Deshalb glaube ich, mehr Plattdütsch hier in unserem Bundestag, das kann hüben für die Werbung für unsere Sprache und wir schüttern mehr Mocken. Danke dir. Denn ich denke, das ist eben für doch bannig wichtig, dass wir auch noch Buten als Politikist dokumentiert, dass das Plattdütsch in unserem Bundestag eben nicht vergessen wart. Das galt natürlich auch für die anderen Sprachen und für die Dialekte. Und wenn ich über Dialekte schnack, ich kicke Ralf Edelhäuser an, ich kann mich das schon nicht verkniepen. Und ich muss meine bayerischen Kollegen auf und Androp hinwiesen, dass sie mit dat bayerische German bloßen Dialekt habt, wie aber mit unsere plattdütsche Sprache eine ingetrogene, anerkannte Sprache habt. Das ist ein ganz was anders, das muss ich mal sagen. Ja. Aber wie Herbert eben hört, die Frage ist ja wirklich, was könnt wir morgen damit die Minderheitensprachen eben nicht utstarft? Sicher, wie könnt Geld in den Haushalt instellen? Und für mich, was das ja auch noch mehr, die Haushaltsberatung, die staut hier vor der Tür. Aber ich bin ganz ehrlich, Geld ist wichtig, Geld unterstützt, aber Geld reckt alleine nicht. Wichtig ist, dass unsere Schulen auch zukünftig die Kinder in Kontakt mit der Plattdütsche bringt. Und ich erinnere an die plattdütschen Wettbewerbe für die Kinder. Das ist für viele junge Leute der erste Kontakt mit unserer Heimatsprache. Und ich darf ganz bannig Danke sagen für all die, die sich dort engagiert und die das Ganze organisiert. Das Allerwichtigste, Frau Präsidentin,
Damit möchte ich aber dann auch fast abhören. Das Allerwichtigste ist aber, und nun kommt ein ganz, ganz großen Appell an all die Taukikes, Buden, an die Fernsehapparate. Das Wichtigste ist, wenn Sie noch so ein Betlücken Plattdütsch schnackt, ein ganz klitzebeten, dann dautert mit Johnne Kinder, dautert mit Johnne Enkelkinder. Denn bloß wenn eine Sprock in unsere Familien schnackt wart, dann hätte die Sprock eine reelle Chance zu überleben. Und bei mir wird das so, Frau Präsidentin, ähnlich wie bei Güde. Meine Kinder holt das mich Jimme für. Die sind von Dorge 23 und 24. Die kritisiert mich bannig, dass ich nicht platt mit dem Sprocken habe. Warum ich das nicht down habe, ich will das eh nicht gar nicht. Aber eins habe ich denn sech, wenn ich mal Enkelkinder haben schall, dann schlag ich platt mit den Enkelkinder. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Und ich sage von dieser Stelle herzlichen Dank für diesen sprachlichen Reichtum, den wir hier haben, aber nicht in jeder Sitzungswoche. Das dann nicht. So, jetzt geht's. Ich schließe die Aussprache und es geht in den Bereich Gesundheit.